Shitstorm gegen Fritz Meinecke, Rezo gegen Funk. Das Rezo gegen Funk-Ding habe ich mitbekommen. Heute sehen wir uns an, wie Marvin eine ganze Reihe von Z-Promi-Influencern komplett hops nimmt. Fritz hops genommen. Meinecke hat einen kleinen Shitstorm an der Backe und Rezo. Der hat in Bulgarien hat er einfach eine Leiche gefunden, Alter. Wie talking, als ich es geguckt habe, ich dachte, zum Zeitpunkt, als ich das gesehen habe, dachte ich, der chillt noch in Serbien. Ich dachte, that's what Serbien works, Digga. Also wirklich, ich dachte, keine Ahnung, Kosovo-Krieg oder. Halt, Serbien und Bürgerkrieg. Oder Serbien generell und Krieg. Oder Serbien und alles, was mit Krieg oder Kriegsverbrechen zu tun hat. Serbien hat wirklich Probleme mit Kriegsverbrechen. Also die haben eine ganz, ganz krasse Kultur zu ihren Kriegen. Diese zerstört auf freundliche Art und Weise einfach mal einen kompletten Funkkanal. Immer wieder wild. Was ist schade, offen und ehrlich fand ich cool, Real Talk, aber jetzt werde ich die nicht mehr gucken. Eben heute in der Show, aber jetzt heißt erstmal wie immer. Digga, stimmt, dieses Revi Reefed Kuss-Ding, Digga. Ich frage mich bis heute, warum die das gemacht haben. Also zu dem Zeitpunkt war sie ja schon recht sicher, also man weiß nicht genau, aber es ist, ja, die war da schon mit einem zusammen, soweit man das ahnen kann. Warum haben die das gemacht? Ich verstehe das nicht. Ed ist endlich soweit. Die große XXL-Kinopremiere vom schlechtesten Film der Welt, A-Hole von Marvin. Simex wurde gehackt? Wurde feierlich im Zoo. Den gibt's noch? Ich hätte gedacht, der macht gar kein YouTube mehr. Opalast ausgestrahlt und ich sag mal, Ed war hoher Besuch da. Zur Premiere kam nämlich Xenia von Sachsen. Keine Ahnung. Ich kannte original nur eine Person davon. Wer das ist? Calvin Kleinen. Okay, auch kein Plan, wer das ist. Aber die nächsten beiden kennt ihr, weil es kam noch Christine Parra. Kenn ich auch nicht. Und auch Aline Bach. Ich hasse sie. Ach man, ey, ich find's Real Talk sehr, sehr geil, dass einfach fucking Aline Bachmann und Christine Parra. Ich weiß nicht, wer Christine ist, aber Digga, Aline. Du, also, nee. Bei der Kinopremiere von A-Hole mit dabei sind. Aline kennen wir ja von Justin Eros Payback-Reihe. Und Christine kennt man ja vom Beef mit 24 Tim nach seinem Musikvideo. Die ist das! Die ist das! Oh, war die unsympathisch! Boah, ist die unsympathisch gewesen in diesem Video, meine Güte! Also wirklich, da hätte sich das Skript geschrieben, wie wirklich möglichst scheiße. Das war das perfekte Video für. Die Jungs, ihr könnt euch vorstellen, wirklich, guckt euch das an, die war unfassbar unsympathisch. Also das könnt ihr euch nicht vorstellen, wie schlimm das war. Bling, bling. Damals hatte sie sich ja darüber beschwert, dass sie halt so wenig... Also, was gibt's eine Anzeige? Stimmt, Jungs, Aline ist Ehrenmann. Real Ehrenfrau. Also die beste Creatorin EU-Welt, haben nie was gesagt, wenn Jungs. Ins Musikvideo reingeschnitten wurde und auch... Und dann lass uns klagen, auf wegen Verleugnung. Ja, so viel zum Thema Verleugnung. Aber früh am Set Neustart. Sein musste. Sonntag musste man auch wieder ganz früh am Set sein. Ich war um 12 Uhr da. Oh, die arme Maus musste schon um 12 Uhr da. Die arme Maus. Sein. Aber zu Christine gibt es auf jeden Fall am Ende von diesem News-Abteil hier auf jeden Fall noch einen lustigen Fun-Fact. Aber mal wieder back to topic. Marvin hat sich dazu übrigens absolut nicht lumpen lassen. Er hat noch eine Menge Statisten engagiert, die sich als Reporter und Fotografen war wirklich ein Banger sowas ausgegeben haben und dann halt da eine Menge Bilder und Interviews und sowas geführt haben. Und die Z-Promis haben sich im Blitzlichtgewitter auf jeden Fall auch ordentlich abfeiern lassen. Ich freue mich sehr. Ja, ich freue mich mal hier zu sein. Dazu habe ich euch ja schon in den letzten Wochen schon gefragt, ob ihr hier auf dem Plakat schon das kleine Easter Egg findet. Und Marvin hat also es der hat es im Video dreimal gezeigt. Ich sehe das nicht. Das Video gelegt, deswegen kann ich auch zeigen. Nicht nur auf unserem Filmplakat, sondern auch auf unserer wunderschönen Fotowand stehen natürlich die Namen unserer Schauspieler. Und wenn man Ich dachte, es geht um das Erste, was da zu sehen ist. Nach rechts durchliest, steht da vereiert von Dr. Marv. Auf jeden Fall wurden dann ordentlich Stories gepostet. Ich habe das nicht gehört. Dass man sich so auf den Film freut, dass man bei der Premiere ist. Halt so Dinge, die so Influencer halt machen. Und ich bin jetzt gespannt. Ich hoffe, ich werde richtig dolle gegruselt. Ich bin auf jeden Fall richtig gespannt auf den Film. Oh, ich bin ganz, ganz gespannt. Also keiner hat Verdacht. Stimmung ist top, bis der Film losgeht. Weil ab dem Zeitpunkt, wo der Film losging, hatte irgendwie keiner mehr Bock. Und man hat sehr schnell gemerkt, dass sich alle Leute ein bisschen langweilen. Der Film hat seinen Zweck erfüllt. Die Influencer haben sich ziemlich stark gelangweilt. Das hat aber auch dazu geführt, dass sie zwischendurch aufgestanden sind, sich umgesetzt haben, dreimal auf Toilette gegangen sind, vier Proseccos geholt haben und so richtig zugeguckt hat keiner. Man muss jetzt aber mal fairerweise sagen, bis jetzt hat sich eigentlich niemand bis auf Vanessa Mariposa verwerflich verhalten. Sie hat ja damals ihre Follower dreist angelogen, aber halt zu einer Kinopremiere gehen und sagen, dass man sich freut auf den Film und alles mögliche, ist ja Tutti, das kann man ja machen. Aber
huge Fact. Weil jetzt kommt halt drauf an, ob die Influencer halt eben, nachdem sie diesen Schrottfilm gesehen haben, ihn an ihre Follower weiterempfehlen oder nicht. Weil, wie sie den Film fanden, war sehr eindeutig, wie man jetzt hier sieht. Versteckte Kamera, mal ehrlich. Aber ist es jetzt wirklich zu Ende oder kommt noch eine Aufklärung? Sind die Influencer stabil geblieben und lügen ihre Follower nicht an? Oder du, ich hab eine leise Vorahnung, ja, Alter. Graben sie mit ihrer Hand richtig tief in den Money-Topf rein. Ich hätte es gemacht. Ich habe es jedes Mal gesagt, gib mir einen Fünfer, ich poste alles. Boah, krass, also ich habe den Film jetzt gerade geschaut, erhol, und das war mega interessant. Es ist ein Arthouse-Film, also es ist eine etwas andere Art von Film, die man die sonst kennt. Man hat etwas weniger Dialoge, aber wenn ihr den einmal gecheckt habt, übertrieben geiler Film auf jeden Fall. Okay, Calvin, ist ein bisschen Pino, würde ich sagen. Pino? Einmal, weil du gerade noch sowas hier gedroppt hast. Was bedeutet ein Arthouse? Das ist Kunst, das soll Kunst sein, die Scheiße, die du da siehst. Aber krass, selbst Aline ist halt schockt, als sie gesehen hat, wie trocken Calvin diese Instagram-Story aufgenommen hat. Aber natürlich hat auch Aline probiert, eine Story aufzunehmen. Leute, den Film, den wir jetzt gerade hier angeguckt haben, das war ein Arthouse-Film. Also, das ja, man merkt richtig in Sachsen raus. Hat irgendwas mit Kunst zu tun. Ich bin bei mir nicht. Da wird auf jeden Fall mal wieder richtig viel Werbung für den Ruf von Influencern gemacht. Was ich aber Retalk sehr, sehr nice finde, ist, dass wir neben, bis auf ein paar Einzelbeispiele, eigentlich so die einzige Branche sind, die sich so gegenseitig selbst maßregelt. Also ich finde es halt wirklich nice, dass das bei uns so ist. Aber nochmal ganz kurz zurück zu dieser Christine Okpara, weil da habe ich am Anfang des Videos gesagt, dass es da noch eine kleine funny Info gibt zu ihr. Und zwar hat sie ja damals bei 24Tim richtig mies Stress geschoben, dass sie halt eben bei einem freundschaftlichen Projekt halt eben kein Geld verdient hat und eben super viel Geld verloren hätte. Wirklich, Digga, Alter, ich bin immer noch, ich hab das nur einmal gesehen und wirklich, sobald ich diese Frau sehe, die sind die zusammen. Boah, würde ich wütend. Apropos halt solche Aussagen hier. Meine Gage ist normalerweise, meine Tagesgage befindet sich im vierstelligen Bereich. Ja? Vierstelliger Bereich? Ja? Normalerweise. Ja, und das habe ich jetzt, das heißt, ich habe da knapp 3000 Euro. Die Quelle einfach Insta-Cringe. Verloren für die zwei Tage. Auf jeden Fall sehr sympathische Frau. Und das sehr Lustige ist jetzt aber, dass sie in derselben Instagram-Story noch damit geflext hat, dass sie jetzt zu einer Kinopremiere eingeladen wurde und sogar Geld dafür bekommt und sogar Hotel und alles Mögliche bekommt und auch noch zu einer krassen Kinopremiere einlädt. Und jetzt sage ich euch mal was. Am 5.4., ja, da bin ich zu einer Filmpremiere in Berlin eingeladen. So. Umsonst? Nee! Die laden die Queenie ein und zahlen das sogar auch noch, dass ich mit denen... Die laden die Queenie ein und zahlen das sogar noch, Digga. ...die Filmpremiere eröffne, ja? Die zahlen mir Flugkosten hin, zurück, für meine Begleitung. Wo wohnt die denn, dass sie nach Berlin fliegen muss, Alter? Person. Hin, zurück, ein geiles, mega fettes Hotel. Für mich und meine Begleitperson, inklusive Frühstück. Und dann kriege ich einen dreistelligen Betrag als Honorar oder als Gage, dass ich überhaupt die Filmpremiere mit eröffne. Also Leute. Das ist einfach sehr fad. Oh, Alter, wirklich, boah. Annähernd zu sehen, wenn man weiß, dass sie einfach zu der Kinopremiere von A-Hole eingeladen wurde. Digga, über die Einladung freut man sich doch. Marvin hat in seinem dritten Teil übrigens auch gespoilert, dass es noch einen vierten Teil geben wird. Und dass auch noch weitere Influencer Werbung für den Film gemacht haben. Ihr müsst euch den Film auf jeden Fall angucken, das ist ein Arthouse-Film. Und ich kann es euch wirklich einfach nur empfehlen. Ich kann es euch ans Herz legen. Das ist eine Frau, die seine Freundin geschlagen. Ey, wisst ihr, wer mich auseinandergenommen hat? Diese Fotze. Und wer dachte, im Kinosaal wäre schon das Höchstmaß an Lästerei, im Foyer ging es dann nochmal richtig. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob man das so mit den Lästern-Dings, ob man das irgendwie so reinstellen soll, da bin ich ein bisschen... Bedeutet aber auch, wir sehen noch sehr viele weitere Funny Pilo Instagram-Werbungen von Influencern für den Film. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wer noch alles Werbung dafür gemacht hat und ob vielleicht jemand gesagt hat, nee, Jungs, Mädels, da bin ich raus, da mache ich doch lieber keine Werbung für. Ich glaube, mehr ist er nicht. Bin mal gespannt, wer dann aufs Geld verzichtet hat. Ich werde auf jeden Fall hier drüber berichten. Falls ihr es nicht verpassen wollt, sub gern rein, abonniert hier gern rein und schaut auf jeden Fall auch mal. Ich hätte mich, glaube ich, wenn ich so ganz vage mache, so keine Ahnung, so, Jungs, der Film, der war, ich hab gar nicht verstanden, und wenn du so in die Kuh über 5 hast, dann ist das vielleicht ein Banger. Sowas hätte ich gesagt, weißt du, mein? Marvin vorbei. Dazu schreibt auch gerne in die Kommentare, wie ihr das ganze Projekt jetzt von Marvin findet. Und auch gerne in die Kommentare, was ihr euch wünscht, wie nochmal Influencer reingelegt werden könnten, weil,
Marvin muss ja nicht der Einzige sein, der solche Projekte macht. Deswegen eure Inspiration ab in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt und wir gehen weiter zum nächsten Thema. Krankes Gerät, holy shit, was ist wohl dein Plan? Jo, ganz kurz eingeschobene News. Mach also so blaue Augen, voll Angst, halt halbe Vampir. Hab ich gerade auf Twitter gesehen, dass Rick gepostet hat, dass er jetzt Daddy geworden ist. Es schien auch keine Komplikationen bei der Geburt zu geben. Nieder. Auch der Mom geht's den Umständen entsprechend gut. Ey, viel Glück auf jeden Fall, viel Gesundheit an das Baby und an die Mom auf jeden Fall. Und ich fand die Instagram-Post super funny, wo die gesagt haben, dass sie schwanger sind. Da standen sie einfach nebeneinander und die Caption war, wir hatten Sex. Fand ich voll lustig. Viel Kraft für die bald schlaflosen Nächte. Ganz viel Erfolg bei der Vaterschaft bzw. Elternschaft. Nur das Beste. Küsschen gehen raus an euch beide. Und ja, ein kleiner Rick ist geboren worden. Sweet. Fritz Meinecke, den viele von euch wahrscheinlich dadurch kennengelernt haben, dass er halt eben Seven Wars Wild produziert hat, hat gerade einen kleinen Shitstorm an der Backe. Und das halt wegen einem Kommentar, den er während einer Fahrradtour gedroppt hat und auch auf seinem YouTube-Kanal hochgeladen hat. Das ist ja wirklich, ja, er hat's umbenannt. Das Video hieß früher Ficky Ficky 5 Euro. Und da war die hier zu sehen auf seinem Kanal. Ficky Ficky 5 Euro. Das Ganze wurde auf Twitter auf jeden Fall ordentlich kritisiert. Und dazu wurde auch ordentlich vielleicht auch unpopular Opinion. Aber solange irgendein Shitstorm nur auf Twitter ist, ist der mir so egal, weil auf Twitter ist alles ein Shitstorm. Ich sag einmal, ich find Banane nicht lecker, ich bin halber Rassist, weil ich meine, so funktioniert Twitter. Also, wenn der Shitstorm woanders ist, dann ist das für mich ein Shitstorm. Twitter ist für mich eine andere Ebene. Dass halt Fritz eben diese Szene als Thumbnail sogar noch benutzt ja, hat. Ja, das ist schon wirklich. Aber seine Thumbnails sind schon teilweise echt besonders. Maybe war die Szene im Video auch nur drin, damit er es als Thumbnail nutzen kann. Wir kennen alle YouTuber. Thumbnail hat er mittlerweile geändert. Aber der Kritik beugt sich Fritz doch nicht so ganz, weil er hat in seiner Instagram-Story das hier geschrieben. Wer das als sexistisch und respektlos empfindet, ist auf meinem Kanal falsch. Ist jetzt kein unfassbar Riesenthema. Ihr noch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Seid ihr eher... Das ist ein bisschen unnötig halt. Ist jetzt nicht so, dass ich das irgendwie so sehr schlimm finde, aber hätte auch nicht machen müssen. Ist jetzt ein bisschen uncool, aber jetzt nicht so, oh mein Gott, der soll gecancelt werden. Auf der Seite von Fritz und sagt, ey, diese Walk-Twitter-Bubble-Leute sollen sich mal ein bisschen beruhigen. Oder seid ihr eher auf der Seite von den Leuten, die es kritisieren und sagen, nee, da ist Fritz ein bisschen zu weit gegangen. Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt, wie ihr das so seht. Digga, ich kann nicht mehr reden. Also, ja, wie ich meine, der hat das ja gesagt. Klar, vielleicht sagt man mal dumme Sachen, aber er kann schon mit dir, Jungs, ich schneide das jetzt rein. Ich finde das gut und pack es auf das Thumbnail. Das hätte er nicht machen müssen. Rezo hat Stress mit Funk. Oder sagen wir lieber, er war mit ein paar Sachen, die der Kanal offen und ehrlich so gebracht hat, nicht so happy. Aber erstmal zwei Steps zurück. Was ist überhaupt passiert? Julian Bam und Rezo haben einen Podcast namens Hobbylos, wo sie halt immer über der übelsten Banger ist. All möglichen Stuff sprechen. Unter anderem auch über die Funk-Instagram-Beiträge, die sie halt manchmal echt funny fanden. Und weil die Beiträge eben so funny fanden, haben die dem Instagram-Kanal von Funk immer mal so aber bei den Kanal eine Challenge gestellt, wie zum Beispiel rede doch mal über Wachtel oder mach doch mal Digga, ich bitte du. Was ist das? Jetzt sind die Dings wieder. Unterlagen Entertainment hat ja Twitter und Reddit gehört. Beitrag über Wachtel. Okay, ich bin so dumm dafür, Entschuldigung. Was dann der Instagram-Kanal sogar gemacht hat. Aber gleichzeitig hat er halt irgendwas mit Beitrag Sorbes, über ich Wachtel. Was dann der Instagram-Kanal sogar gemacht hat. Die Sowjetunion als erstes Hund. Oh, Laila. Hieß der Laila? Gleichzeitig hat der Instagram-Kanal gesagt, ey, Rezo und Drew, die Aufgaben cool und so, aber stellt doch auch mal gerne eine härtere Aufgabe. Und dann dachten die beiden sich so, ey, mach doch mal einen Beitrag über all unsere Kooperationspartner, die wir aktuell haben. Weil, ist natürlich eine schwierige Aufgabe, weil dürfen sie ja nicht, weil das wäre Werbung für die Unternehmen. Aber dann kam einfach out of nowhere der YouTube-Kanal offen und ehrlich und sagte so das hier. Ihr habt es bestimmt mitbekommen. Julian Bam und Rezo haben uns in ihrem Podcast herausgefordert. Ja, ihr seid auf jeden Fall der Instagram-Kanal von Funk. Mhm. Hat so ein bisschen Vibes von, wie wenn man eben seinen Kumpel fragt, was sein Lieblings-My-Little-Pony-Character ist. Und dann irgendein ungebetener Gast einfach sagt, den man auch überhaupt nicht gefragt hat, hey, mein Lieblingscharakter ist Daisy. Aber, naja. Okay, der Joke war jetzt ein bisschen aufgezwungen, aber... Auf jeden Fall schreiben sie auch in die Videobeschreibung, dass sie jetzt eben die Challenge von Drew und Rezo angenommen haben. Und jetzt halt dieses Wir wurden herausgefordert, finde ich so besonders cringe, weil das wurden ja nicht, das sind halt wirklich irgendwelche Opfer-Engel, Leute. Die über die aktuellen Kooperationspartner von den beiden reden wollen. Mal gucken, wie gut sie das gemacht haben.
Das Ganze startet damit, dass offen und ehrlich ein Video hochlädt mit dem Titel Die Zerstörung von Julian Bam und Rezo. Naja, fast. Was ja so klingt, als hätte offen und ehrlich irgendwelche Skandale aufdecken können in dem Video oder halt irgendwelche Unstimmigkeiten finden können mit Aussagen, die... Ja, okay, das muss jetzt nicht sein, das ist so locally ein bisschen Clickbait, ein bisschen Gag auf Zerstörung für CDU, das finde ich jetzt nicht so schlimm, die uns haben. Getaggt haben. Sondern der Inhalt des Videos ist und was die Realität ist und so. Also, ne, als irgendwas halt aufdecken können so. Und Spoiler, sie haben keinen Skandal gefunden, ganz im Gegenteil. Spoiler, ich fressen Broiler. Sie haben gesagt, dass sie keine Skandale unter meinen Kooperationspartnern aufdecken konnten und ich meine Partner wohl ziemlich gut auswählen würde. Aber wieso spreche ich das jetzt hier an? Naja, weil Rezo halt ein Video hochgeladen hat, indem er noch ein paar weitere Dinge gezeigt hat, was Funk bzw. offen und ehrlich so gebracht hat. Offen und ehrlich wollten nicht nur die Kooperationspartner einfach so aufzählen, sondern wollten die so ein bisschen kritischer beurteilen und auch die Placements so ein bisschen kritischer beurteilen und haben sich dort halt den Zeitraum von 18 Monaten rausgesucht. Also alle Kooperationen, die in den letzten 18 Monaten stattgefunden haben, wurden quasi betrachtet. Ja, nur blöd, dass die komplette erste Hälfte des Videos über einen Werbepartner ging, mit dem Rezo vor über 30 Monaten zusammengearbeitet hat. Und wie ist offen und ehrlich damit umgegangen? Sie haben die erste Hälfte des Videos nur über Gotback geredet. Und zusätzlich haben sie entschieden, dass sie nicht über Monotrition reden wollen. Es kommt halt einfach so rüber, als wollten sie über manche Unternehmen einfach unbedingt sprechen. Und diese Aufgabe aus dem Podcast war vielleicht einfach nur ein clickbaitiger Aufhänger für das Video. Wieso sie sich übrigens auch bei Gotback noch so eine Ausnahme gönnen wollten, sagen sie im Video nicht. Ich kann mir aber denken, wieso. Weil Gotback hatte neulich einen Skandal und ist deswegen so ein halbwegs aktuelles Thema. Aber dieser Skandal hat halt weder was mit mir zu tun, noch mit meiner Kooperation von vor 2,5 Jahren. Das ist halt eher so ein aktuelleres Ding eben. Also liegt ja jetzt die Unterstellung sehr nah, dass offen und ehrlich einfach über Gotback sprechen wollten, weil es aktuell ist. Aber ich finde es halt nicht so derbe geil, wenn man die Motive eines Videos seiner eigenen Community gegenüber nicht ehrlich und offen lol kommuniziert. Es ist sehr obvious, dass die Themenauswahl des Videos... Ja, kann ich nachvollziehen. Also wirklich, also öffentlich recht und Funk ist an sich eine wirklich, wirklich geile Sache, nur in den wichtigen Gremien sitzen mehrere Leute, die nicht wissen, wie es geht. Also Störung F, Störung Unterstrich oder irgendwas mit Unterstrich. Es gibt wirklich ganz viele furchtbare Dokumentationsreportagekanäle von den Öffentlich-Rechtlichen. Aber es gibt halt auch so richtige Banger. Real Talk. Also Simplicismus war ja ganz lange oder sowas wie Tagesschau, sowas ist von Öffentlich-Rechtlichen ganz wichtig und möchte man nicht missen, aber es gibt halt gerade unter Funk viele schwarze Schafe. Nicht durch die Aufgabe aus dem Podcast entstanden ist. Wofür also dann diese Inszenierung der... Trotz dessen zahle ich gerne GEZ, tue ich nicht, aber bald, oh Mann. ...eigenen Community gegenüber. You had one job and you failed. Naja, aber was haben offen und ehrlich denn sonst auch so gemacht? Ich sag mal so, sie sind ein bisschen sehr biased in die Recherchen gegangen. Sie wollten halt nicht einfach nur kritisch die Kooperationspartner aufzählen, wie gut oder schlechte Kooperation war, sondern sie wollten gezielt Skandale finden, um diese dann halt eben aufzudecken. Das spricht Rezo in seinem Video dann auch an. Eigentlich sollte man ja bei sowas erst immer recherchieren und danach erst wissen, was das Ergebnis von deinem Video ist. Ich meine, klar, wir sind alles Menschen und keine Maschinen, das heißt, wir haben schon manchmal so Vorahnungen, was bei einer Recherche rauskommen könnte. Aber der Robert von Offen und Ehrlich sagte, bezogen auf meine Kooperation, ja, wir müssen was erzählen, genau. Wir müssen versuchen und ja, es kann ja nicht alles geil sein. Also bei irgendwie 20 Placements in einem Jahr kann ja nicht jedes sauber sein. Und das hat er gesagt, noch bevor ich irgendwas von den Fragen beantwortet hatte. Erstmal stronges Vorurteil. Nicht gucken, was Sache ist, sondern einfach nur gucken, hey, finden wir dort was Negatives? GG. Dazu übrigens ganz kurze Zeitinfo hier. Good game, cool. Ich betrachte natürlich jetzt gerade alles sehr, sehr oberflächlich. Also ich fasse gerade nur sehr grob zusammen, was da wie passiert ist, weil das ist ja irgendwie so ein bisschen News, Aufklärung, hey, was ging ab, so die Woche. Deswegen, ich will auf jeden Fall, dass ihr später noch das komplette Video von Rezo seht und nicht nur meine ja, grobe Zusammenfassung. Ja, dazu habe ich auch ein Video gesehen. Das war auch wirklich... Ja, also das, ich glaube, es ist einer dieser Kanäle, den ich meine, mit ganz, der ganz furchtbar ist. Ich hatte ihn ganz lange am Mittag, hat er den gerade verlinkt. Alter, dass Rezo offen und ehrlich kritisiert, dass sie eben ein Interview mit... Also die haben auf jeden Fall, die haben so ganz furchtbare Reportagekanäle. ...Partner gemacht haben, aber das Interview mit Monotrition eben nicht rausgehen wollten. Also White Call TV, ja, das ist dem eigentlich. Und das hat eben angeblich, weil irgendein Justiziar was dagegen hätte. Rezo hat sich dann die Aufnahmen doch noch irgendwo herziehen können, also nur wie man das gemacht hat. Und dort sieht man dann, warum vielleicht offen und ehrlich aus einem ganz anderen Grund die Aufnahmen nicht rausgeben wollte, weil eine Redakteurin von offen und ehrlich sagt halt einfach das hier in dem Interview mit einem Vitamin-D-Supplement-Hersteller. So ein Vitamin-D-Mangel kann man ja eigentlich, wenn man einen normal funktionierenden Körper hat, einen normal gesunden Körper hat, kann man den ja eigentlich auch ohne Präparate ausgleichen. Also eigentlich ist Vitamin-D-Mangel ja in erster Linie, weil man zu wenig draußen ist. Zumindest meines Wissens nach reicht es eigentlich, ein Stück Haut, das in etwa so groß ist wie die Handfläche, genügend lange Zeit am Tag draußen zu halten. Ich glaube nicht. Wenn man an der Fenster ist und ein bisschen in die Sonne winkt, kann man am besten noch direkt für die Pflegekräfte klatschen, weil dann haben die auf jeden Fall auch direkt bessere Arbeitsbedingungen, ne? Also, nee. Ich finde echt geil, wie sie versucht haben, so einen Hersteller von Vitamin-D-Supplements zum Schwitzen zu bringen. Gute Vorrecherche auf jeden Fall, Diki.
Dann geht's auch. Aber wirklich, Digga, dass der anscheinend sich mal so ein klein wenig bemüht. Darum, dass auch irgendwie peilen, sodass der Typ dann sagt: Bro, das ist total falsch, was du gerade sagst. Also ehrlich behauptet, dass Julian Bam sie angeblich komplett weggeghostet hätte, was, so wie ich das verstanden habe, einfach die komplette Unwahrheit ist. Im Video über Ju und mich sagen offen und ehrlich: Wir müssen fairerweise dazu sagen, Julian Bam hat uns einfach komplett weggeghostet im Laufe unserer Recherche. Also wir haben unsere Fragen an beide geschickt und nur Rezo hat uns geantwortet. Auch in den Kommentaren schreiben sie Sachen wie: Wir haben unsere Fragen an beide gestellt, nur Rezo hat geantwortet. Ja, weird, denkt sich jetzt der Zuschauer. Weil ich meine, im Video kamen ja Werbepartner auch von Ju vor, zum Beispiel NordVPN oder PayPal. Wieso hat denn Ju dazu nichts geantwortet? Die Wahrheit ist, dass es zu diesen Unternehmen gar keine Fragen gab. Die Wahrheit ist, dass es zu keinem aktuellen Kooperationspartner von Ju irgendeine Frage gab. Ja, GG, aber sagen, dass Ju einen weggeghostet hat? Achso, nee. Rezo geht in seinem Video noch auf eine Menge weitere Punkte ein. Wie zum Beispiel, dass der YouTube-Kanal mit negativen Assoziationen versucht hat, irgendwelche Placement-Partner schlecht dastehen zu lassen und zeigt auch auf, dass der Kanal halt eben nur super oberflächlich recherchiert und manche Dinge überhaupt nicht verstanden hat, beziehungsweise manche Dinge auch einfach nicht verstehen wollte. Wird alles viel zu lange dauern, um es zu erklären. Deswegen, Retalk, klickt auf den Link in der Videobeschreibung, guckt das Video von Rezo an. Der Mann hat... Rezo, oh man! Und, einfach mal den Kanal auch ein bisschen hops genommen. Offen und ehrlich haben übrigens in ihrer Kommentarsektion noch angedeutet, dass sie auf das Video von Rezo noch reagieren werden. Ich gehe natürlich auch hier in meiner Show. Und ich habe jetzt wieder mit Classic Funk Move 8 Jahre lang ein halbes Buch schreiben, einen Kommentar, wo man sich entschuldigt. Und 2 Wochen später genau die gleiche Scheiße machen. That's how Funk works. Nichts gegen Funk, wirklich. Funk hat viele geile Sachen, aber der hat auch Dinge wie White Kollektiv, Steuerung, Unterstrich, die Reporter. Nein, weil vielleicht rudern sie ein paar Punkte zurück oder sagen: Why are you running? Why are you running? Deswegen abonniert gerne rein, falls ihr nicht verpassen wollt. Und ja, das war es auch schon wieder mit der Wochenshow. Ich verpiss. Ich finde das immer noch beunruhigend, dass das Format Wochenshow heißt, ganz ehrlich. Bett, weil ich bin eigentlich sick, so wie Leukämie. Ich habe mir am Splash nicht nur wilde Vergleiche eingefangen, sondern scheinbar auch ein bisschen mehr. Schisch. Und ich glaube, ohne mich hier komplett mit Medikamenten zuzuballern, hätte ich das hier heute niemals aufnehmen können. Deswegen auf Instagram für krasse Memes, die ich immer in meine Story poste. Mein Skript ist durch. Haut rein. Ciao. Geil.